Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sims 4, die Pferderanch. Ja, wie man mir vielleicht gerade ein bisschen anhört, es tut mir auch leid, falls man es mir anhört, bin ich gerade mega angekotzt. Ich habe 40 Minuten richtig Spaß hier in Sims 4 gehabt. Ich habe viel kennengelernt. Und ja, diese ganzen Momente sind jetzt völlig für den Eimer, um es mal so zu sagen, weil ich eine tolle Aufnahme gemacht habe und er hat auch alles aufgenommen, aber alles mit Standbild. Meine Stimme ist drauf, komplettes Video wurde aufgenommen, aber alles nur mit dem Standbild. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr genervt gerade davon. Ich habe zum Glück meinen Speicherstand auf zwei verschiedenen Sachen gespeichert, weil ich schon, ja, ich sag mal, die Befürchtung hatte, dass sowas passieren könnte. Und ja, es tut mir jetzt wirklich leid, weil es wirklich sehr, sehr witzig gewesen ist in der Folge. Aber ja, wir fangen jetzt quasi wieder von vorne an. Das heißt, ihr nicht, ihr könnt jetzt hier weiterschauen. Ich fange jetzt nochmal von vorne an. Mag sein, dass der ein oder andere Moment dann nicht mehr so lustig sein wird, weil ich es halt schon erlebt habe. Ja, das ist dann halt, das ist dann jetzt doof. Zwei Sachen, die ich aber gesagt hatte, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Einmal, wenn ihr mit der linken Maustaste auf die Person draufklickt und dann auf Outfits und auf Outfit ändern, da könnt ihr nämlich dann diese Outfits aussuchen. Ach so, das ist bei mir jetzt wieder nicht mehr geändert. Das ist jetzt wieder auf den alten Stand. Warum, weiß ich nicht, weil das nämlich gespeichert wurde, nachdem ich das geändert hatte. So, eigentlich sollte sie sich jetzt umziehen, was sie... Doch, jetzt macht sie das, okay. Was trägt denn die Tochter da jetzt eigentlich? Hä, warum trägt die Tochter nicht ihre normalen Sachen? Das muss ich jetzt auch nicht verstehen. Ich meine, er auch nicht, aber bei ihm ist das nicht so schlimm, weil das nicht so unterschiedlich aussieht. So, wir kaufen jetzt erstmal eben, beziehungsweise füllen hier erstmal eben die Dinger auf. Ich sollte vielleicht auch direkt mal so einen automatischen, vielleicht nächstes Mal. Was vielleicht nächstes Mal? Ja, vielleicht nächstes Mal. Ist in Ordnung. Zeitplan. Alle 3 Stunden. Würde ich sagen, sollen die aufgefüllt werden. Die sollen nicht zu viel fressen, aber das ist schon okay. Hallo? Worüber streiten die beiden sich jetzt hier gerade? Sie ist angespannt. Sie ist extremst angespannt. Tiefgründige Unterhaltung. Komm, wir machen mal eine tiefgründige Unterhaltung mit Jack. Wir müssen die Ehe retten. Jetzt will sie ihm irgendwas erzählen von Forschung oder so? Warum hört er sich eigentlich so weiblich an? Ich hatte keine weibliche Stimme rausgesucht. Er hört sich total seltsam an. Das ist mir aber gerade erst aufgefallen. Und was mir aufgefallen ist in der ersten Aufnahme zu dieser Folge... Jake hat den Rücken voller Haare. Er sieht aus wie ein Werwolf, obwohl er gar kein Werwolf ist. Das ist mir aufgefallen, als er hier irgendwie mit einem Hemd rumgelaufen ist. Und ich gedacht, hallo, geht es noch? Moment, Moment, Moment. Ich muss hier erstmal gucken, welche Optionen. Über Kratzen belehren. Genau, über Kratzen belehren. So. Schnell, 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 schnell. Du musst die übers Kratzen belehren. Aber zackig hier. So geht das nicht. Böse Katze. Ganz, ganz böse Katze. So, dann müssen wir was machen, was ich dann festgestellt habe in der letzten Folge. Wir müssen hier erstmal rechte Seite des Bettes zuweisen. So, nur deswegen, weil linke Seite zuweisen für ihn. Nur deswegen, weil die Tochter sich nämlich reingelegt hatte. Wo ist die eigentlich? Da ist sie. Und kann man das hier mal ausschalten? Das ist ja schrecklich. So, das hatte ich übrigens auch umgestellt. Das werde ich auch noch mal kurz machen. Was geht? Ich hasse diese Musik. Da passiert immer irgendetwas Schlimmes.
Normalerweise. Aber hier ist jetzt irgendwie... Hier ist jetzt nichts, oder? Ich bin mir nicht sicher. Die Tochter kann erstmal hier dieses Zeug nehmen. Und erstmal aufräumen. Ich glaube, alle haben soweit. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hier... Sie ist immer noch angespannt. Bedürfnisse, Bedürfnisse. Sie hat eigentlich auch Hunger. Dann soll sie sich doch was machen. Abendessen servieren wäre jetzt Blödsinn, weil sie hat ja jetzt im Endeffekt schon was gegessen. Gemüseteigtaschen. Gemüse ist immer gut. Ist auch gesund. So, was wir allerdings noch machen, dazu muss ich mal kurz in den Baumodus gehen. Wir werden erstmal dieses komische Ding hier verkaufen. So, dann werden wir den erstmal umstellen. Weil ich nämlich schon festgestellt habe, dass die Tochter gar nicht in dieses Bett reingehen will. Ja, wieder die letzte Folge, ne? Da haben wir es gemeinsam festgestellt. Also ich weiß nicht warum. Sie möchte nicht in dieses Bett rein. Ich vermute, ja, dass das so eine Art Kinderbett ist und dass deswegen auch hier dieses Pöttchen noch da in der Ecke stand. Ich bin mir aber nicht sicher. Moment, das ist aber das hier. Bett kurz unterstützt Kleinkinder. Das ist so ein ähnliches Bett. Das ist doch bestimmt... Das habe ich jetzt letztes Mal nicht gesehen hier. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass das auch so eine ähnliche Funktion hat hier. Wir hatten das kleinste Reisebett. Nee, das wieder unterstützt Kleinkinder. Wir hatten das nach dem Auto. Das hier, genau. Wir hatten das, was Stress mildert, Unbehagen mildert und Energie gibt. Da gab es nur ein kleines Problemchen mit, was ich euch jetzt nicht sagen werde. Mal schauen, ob dieses Problemchen nochmal auftritt. Diese Farbe hier hatte ich mir letztes Mal ausgesucht. So, dann werden wir... Oh, hoppala. Dann werden wir das hier erstmal verkaufen. Das hier in die Ecke stellen. Obwohl, ja... Das sind die komischen... Da müsst ihr eigentlich ein Fenster hin. Das ist so ein bisschen blöd gemacht. Wir können das auch anders machen, theoretisch. Wir können die Couch dahinstellen. Und... ich weiß nicht so genau, wie ich jetzt nach links drehe. Und das Bett dahinstellen. Hatte ich letztes Mal nicht. Ist aber keine schlechte Idee, weil hier ja eigentlich ein Fenster sein soll. Denke ich mal. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sind hier so Vorhänge. Und das Bett da halt ein bisschen scheiße aussieht. Ich meine, so sieht es auch nicht ganz so dolle aus jetzt. Aber ich denke mal, so wird das Ganze besser sein. Dann können wir hier erstmal rausgehen. Und Bett zuweisen. Sie. So, sie macht sich jetzt erstmal was zu essen hier. Was wir noch nicht gemacht haben, was wir letztes Mal allerdings schon gemacht haben, nämlich aufs Telefon klicken. Jetzt muss ich mal schauen, wo das drin gewesen ist. Das war nicht unter Shoppen, sondern unter Haushalt, glaube ich. Haushalt. Ranchtier-Tauschbörse anrufen. Genau. Neues Pferd können wir uns nicht leisten, weil es einfach zu teuer ist. Aber wir können ein Pferd retten. Ich hoffe, dass das jetzt die gleichen sind, die wir beim letzten Mal schon hatten. Warum ist die arme... Was war das denn gerade? Hallo? Was ist denn mit ihr los? Oh nein, es sind jetzt andere Pferde. Oh, das ist so schade. Wir hatten so einen schönen Senior nämlich. Oh. Mal schauen. Also wir haben Palmino-Fohlen. Freundlich, trotzig, aber entspannt. Gut, das könnten wir natürlich länger behalten. Wobei mir die Farbe nicht so gefällt. Dann haben wir einen Senior. Tennessee Walker. Aggressiv. Ja, aggressiv kann ich gar nichts mit anfangen. Bin ich ganz ehrlich. Trotzig sind sie ja alle schon mal gerne. Also, ich rede jetzt von echten Pferden. Ängstlich ist immer schlecht. Dann haben wir einen Friesen. Oh, ich liebe Friesen. Eine Seniorin. Ist leider auch ängstlich, aber liebesbedürftig und intelligent. Das hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Heißt Hachi. Warum hat das Pferd Hachi? Heißt Gesundheit. Dann gibt es noch einen Welchjob, glaube ich, wird es ausgesprochen. Wird aggressiv, unabhängig und trotzig. Nee, das ist...
Es ist unser erstes Pferd, ne? Wir können jetzt kein aggressives oder trotziges nehmen. Dann haben wir den Jumper, einen Anglo-Araber. Ist schon ein erwachsener Hengst. Sehr liebesbedürftig, allerdings auch ängstlich und aggressiv. Ängstlich habe ich leider schon so meine negativen Erfahrungen in der, ja, aufgenommenen und doch nicht aufgenommenen Folge mitgemacht. Aggressiv ist natürlich so eine Sache, ne? Irisches Zugpferd, eine erwachsene Stute, ist trotzig, ängstlich und aggressiv. Nee, da würde ich sagen, wir nehmen Hatschi. Ich könnte die umbenennen in Gesundheit. Die ist ängstlich, liebesbedürftig, aber intelligent. Das hört sich gut an, finde ich. Das hört sich sehr, sehr gut an. Was komisch ist, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, dass sie jetzt geht und plötzlich weg ist. Also ich hatte schon gedacht, dass wir das dann sehen, wie sie das Pferd holt oder das Pferd dann eben hier ankommt, dass das hier herangefahren wird oder so. Aber offenbar nicht. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, aber naja. Was ist mit Jake eigentlich? Was haben wir denn jetzt heute? Wir haben jetzt wieder Sonntag. Das heißt, der könnte eigentlich... er hat Hunger, ne? So, Pferd gerettet. Hatschi, wie nennen wir die denn? Ist sehr dunkel. Ja, wenn ich jetzt Nightmare schreibe, das heißt doch eigentlich Albtraum übersetzt, oder? Wie hieß der früher? Black Fury? Aber das ist ein Mädel gewesen, glaube ich, ne? Haben wir schwarze Pferde in der Geschichte? Also in der Filmgeschichte? Ich glaube nicht, oder? Black Hatschi hätte ich sie jetzt noch nennen können. Black Willow vielleicht. Black Willow. Genau, nehmen wir Black Willow. Wo ist sie? Da? So sieht Black Willow aus. Ein sehr, sehr schönes Tier. Sie ist jetzt leider etwas angespannt. Aber wir können mit ihr reden. Hallo Pferd, ich bin sehr angespannt, aber ich möchte trotzdem ein Gespräch mit dir führen. Ja, zumindest gerade so geguckt. Ja, das findet sie super. Sie ist ganz glücklich im Moment. Das finde ich wiederum super. Darf ich dich umarmen? Es ist mir egal, dass du gerade Hunger hast. Du musst dich um das Pferd kümmern. Wir haben noch keine Zeit. Oh, aber ich glaube, das fand die nicht so schön. Ja, es tut mir leid. Du bist ja sehr ängstlich, ne? Debattieren, wer die Zügel hält. Nee, wir probieren es mal mit einem Witz. Es ist ein intelligentes Pferd. Intelligente Pferde verstehen Witze natürlich auch. Oh, unser Hund hat Angst. Wovor hat unser Hund denn Angst? Den Witz hat das Pferd verstanden. Den fand es jetzt richtig toll. Die Katze kommt auch schon, wollte sich den Witz anhören. So, wir reden nochmal. Nicht einfach abhauen hier. So, was ist mit... Achso, hier, Charakterfähigkeit erworben. Moment, 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 Moment. Bevor das hier wieder weg ist, weil das habe ich nämlich auch schon gehabt. Die neu erworbenen Fähigkeiten auf dem Gebiet des Charakters tragen nun dazu bei, dass Black Willow erfolgreich soziale Interaktion mit Sims und anderen Pferden durchführt. Mit steigender Fähigkeit werden sogar soziale Interaktionen noch erfolgreicher. Pferde mit einer hohen Charakterfähigkeit werfen Reiter nicht so häufig ab. Oh, das ist gut. Nicht wegmachen. Und erbringen eine bessere Leistung beim Abschluss bestimmter kommunaler Aufträge und in den Wettbewerben Westernreiten ist cool, Springreiten und der ultimativen Pferdemeisterschaft. Okay. So, können wir wieder laufen lassen? Nicht abhauen, wir plaudern noch ein wenig mit dem Pferd. Wir reden, wir erzählen einen Witz, wir fragen, wie es dem Pferd geht. Es ist ein intelligentes Pferd, es guckt auch schon so intelligent. Also letzte Woche, da habe ich den Hampelmann gemacht und dabei sind mir meine Ringe kaputt geplatzt. Das finde ich lustig. Keine Ahnung, was das soll. Wir versuchen mal, die Hufe zu säubern. Das geht jetzt wieder nicht auf der Seite, wo ich jetzt gucken möchte, ne? Oder? Na? Sie hat auf jeden Fall Respekt vor dem Pferd, so wie sie guckt.
So, schauen wir mal, ob es auch alles richtig macht. Die Hälfte hat es jetzt aber vergessen. Das ist nicht gut. Ja, und nu? Und den Rest der Hufe? Hallo? Du kannst doch nicht einfach jetzt abhauen. Was ist denn mit der anderen Seite? Fellbürsten müssen wir vor allen Dingen auch noch. Was aber, was mir jetzt gerade auffällt, was ich jetzt sehr seltsam finde, das Pferd, was ich vorher hatte, wenn ich daran denke, werde ich davon mal einen Screenshot einblenden. Ich weiß aber nicht, ob man das auf dem Screenshot so gut sehen kann. Achso, die können wir jetzt auf jeden Fall bürsten vernünftig. Das andere hatte nämlich eine Decke darüber. Und beides sind ja Senioren hier. Aufsteigen. Wir versuchen mal aufzusteigen. Es ist schon sehr spät. Ich weiß, das arme Pferd und du hast auch Hunger. Hat die Tanzfähigkeit erworben. Jake hat die Tanzfähigkeit erworben. Naja, ob man das Tanzen nennen kann, weiß ich noch nicht. Aber ja, ihr Lieben. Und jetzt schaut mal genau auf die Steigbügel. Ich denke, es sollen Steigbügel sein. Also erstmal, es ist sehr seltsam, dass man hier so mit den... Hallo, was macht sie denn jetzt? Hä? Zu entspannten Ritt aufbrechen. Es ist mir egal, ob du keine Energie hast. Mach das. Ich will die Steigbügel zeigen. Komm, steig auf. Gibt's hier Wölfe? Gibt es hier Wölfe? Ich bin mir gerade nicht sicher. Warum starre ich jetzt das Pferd so an? Du sollst aufsteigen. Ach so, okay. So, entspannter Ritt. Den wollen wir sehen, den entspannten Ritt. Hallo, wieso kann ich hier nicht folgen? Jetzt. Ist aber eine komische Kameraperspektive. Toller, entspannter Ritt. Ich meine, der Ritt ist entspannt. Das sieht man dem Pferd an. Leider kann man hier nicht allzu viel sehen. Aber sie hängt da wirklich wie so ein Schluck in der Kurve, hängt sie da drauf. Sie hat den Rücken nicht gerade. Sie hängt hier so komisch. Aber man sieht es. Ich muss das mal so zeigen, weil sonst, glaube ich, kann man das nicht so. Man sieht diese seltsamen Möchtegern-Steigbügel. Dass sie da so komisch mit... Also hier fällt es nicht ganz so auf. Bei meiner ersten Aufnahme war es so, dass sie das andere Outfit hat, was sie normalerweise mal anhat. Und da hat sie andere Schuhe drin. Und da sah man so richtig, wie sie nur mit den Spitzen hier vorne drin war. Das war sehr seltsam, weil niemand ist nur mit den Spitzen vorne drin. Aber ich meine, gut, das sind so Kleinigkeiten, das wäre ja noch okay. Aber warum zur Hölle sind diese Steigbügel nicht mit dem, Pferd, hätte ich jetzt fast gesagt, mit dem Sattel verbunden? Warum, ja, man sieht es hier sehr schön, sind die quasi am Schuh festgeklebt, also fliegen dann so ein bisschen in der Gegend rum. Ich meine, es sind natürlich kleine Details, über die ich jetzt hier gerade spreche, aber das ist doch verdammt seltsam. Also, das kenne ich so nicht, bin ich ganz ehrlich. Müssen wir mal kurz gucken. Ich wollte gerade noch sagen, müssen wir mal kurz gucken. Vielleicht kriegen wir ja hier noch ein einigermaßen gutes Bild, was wir so als Coverbild benutzen können. Aber so wie die da drauf sitzt, wie so ein Schluck in der Kurve, weil die so müde ist, ist das vielleicht nicht unbedingt das Beste. Ja, was machen wir denn hier? Oh ja, das ist schön. Hier hintrotten. Einmal. Ach nee, das ist zum Springen. Das ist gar nicht... Wo ist denn das, was wir in der ersten Aufnahme gefunden haben? Da kann ich hinfahren. Hier. Hier hintrotten. Genau. Hallo. Drehst du dein Pferd mal um? Geht's noch? Auf einem Pferderücken.
Entspannter Ritt. Hallo? Ich glaube, die weiß gar nicht, wie sie das Pferd steuern soll. Was macht die denn hier? Auf dem Pferderücken. Entspannter Ritt. So, das löschen wir mal raus. Hier hin. Was war denn das gerade? Hat sie Migräne oder was? Ah, sehr schön. Hier hintrotten. Hier hintrotten. Was haben wir denn jetzt wieder für ein Problem? Oh, das ist... Traben, nein, danke. Nach dem Aufsteigen ist Ruby von Zweifeln erfüllt. Ob das bedeutet, dass sie keine Pferde mag? Nein, das bedeutet es nicht. Aber wenn sie wie so ein Schluck in der Kurve da auf dem Pferd hängt, kann ich das schon irgendwie verstehen. So, hier hin trotten. Also das mit dem Reiten müssen wir auf jeden Fall nochmal üben, ne? Das ist definitiv. Mit Fässern üben. Ja, nix. Mach es einfach. Hallo. Beweglichkeitsfähigkeit erworben. Aha, ja, jetzt geht's. Sehr schön. Schauen wir uns das doch mal einen Moment an. Also ich kann direkt schon mal eins vorwegnehmen, weil das war nämlich die Endszene im Endeffekt, ja, in der letzten Folge. Jetzt haben wir irgendwie 20 Minuten überhaupt nicht drin von dem, was wir vorher hatten. Aber da waren so viele lustige Momente. Die Katze hat auch wieder auf dem Rücken geschlafen, direkt vor der Dusche. Und das hört sich vielleicht erstmal nicht so lustig an, aber was ich dann gesagt hatte, ich hatte da irgendeinen lustigen Spruch noch zugebracht, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ob sie mit duschen wollte oder ob sie gekrault werden wollte und dabei eingeschlafen ist beim Warten, weil er zu lange geduscht hatte, irgendwie sowas. Und da waren so viele Kleinigkeiten, so viele lustige Momente, die ich jetzt alle nicht mehr drauf habe. Und ja, ich kann jedem nur empfehlen, Sims als einziges Spiel, weil bei anderen habe ich noch keine Probleme gehabt, nicht über die Grafikkarte aufzunehmen. Normalerweise ist es ja so, dass die Grafikkarte das Einzige ist, was bei mir sehr zuverlässig war. Mittlerweile auch nicht mehr so. Weil wenn Updates zwischendurch kommen, je mehr Updates kommen, umso unzuverlässiger ist es mit der Grafikkarte aufzunehmen, leider. Ja, ich bin jetzt mit OBS am Aufnehmen. Ich hoffe inständig, dass die Aufnahme jetzt wenigstens funktioniert, dass wir zumindest bewegte Bilder haben. Deswegen, ja, ich bin mal gespannt. Ich werde es auf jeden Fall weiterhin so handhaben, dass ich dann immer den alten Spielstand speichere und dann das quasi gerade aufgenommene nochmal auf einen neuen Spielstand abspeicher für alle Fälle. Da steht jetzt okay. Das ist, glaube ich, der Gemütszustand beim Pferd, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Katze ist okay. Ja, genau. Der Hund fühlt sich unwohl, warum auch immer. Hat die Videospielfähigkeit erworben. Der soll nicht... Hallo? Der soll nicht hier irgendwie spielen am PC, der soll sein Schreiben verbessern. Ah, stopp, stopp, stopp. Level 2 der Reitfähigkeit. Ruby kann jetzt zu einem intensiven Ritt aufbrechen oder beim Reiten auf einem Pferd hierhin galoppieren wählen. Ah, hatte sie das denn vorher noch nicht? Weil ich habe es doch eigentlich eben gemacht, oder? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich würde sagen, wir warten jetzt auch nur noch einen kleinen Moment, bis hier diese Fähigkeit von dem Pferd auf 100% ist. Und dann schicken wir die arme Ruby auch wieder nach Hause, weil die keine Energie mehr hat und dringend was zu essen braucht und überhaupt. Wobei ich das nicht ganz verstehen kann, weil eigentlich gerade, wenn ich geritten bin früher, gut, es verbraucht Energie, das ist richtig, aber... Man hat auch mehr Energie, weil man sich halt selbst nicht so bewegt, wie wenn man jetzt selber rumlaufen würde. Level 2 der Beweglichkeitsfähigkeit. Black Willow kann jetzt über Schnelligkeit reden und erzielt bei der Verwendung von Fässern eine etwas bessere Leistung. Naja, was heißt etwas besser, ne? Aber schnell um Fässer rennen kann sie immer noch nicht. Da, achso, dafür ist Level 5 erforderlich. Na gut. Okay.
Wir lassen das mal so stehen. Wir gucken jetzt nur mal eben, das ist unser Haus, ne? So rum aber normalerweise. Dann würde ich sagen, Stellplatz zuweisen fürs Pferd, damit die schon mal Bescheid wissen. Stellplatz ist bereits sauber. Ja, das ist mir klar. Ich wollte das eigentlich. Heu auffüllen. So. Ich denke mal, dass sie das dann automatisch macht. So. Da müssen wir hier mal ein bisschen schauen. Mit Fässern üben lassen wir mal weg. So, sie ist schon am Schlafen. Das ist sehr schön. Was ist denn mit der armen Katze? Die hat doch hier genug zu fressen. Ich verstehe auch immer noch nicht. Boah, es ist doch nicht wahr. Warum ist das Ding hier immer am Dudeln? Ja doch, sie kann ja jetzt fressen. Ich wollte gerade sagen, ich verstehe auch immer noch nicht, was jetzt eigentlich hier mit dem Kratzbaum ist. Warum wird der Kratzbaum nicht benutzt? Der steht doch ganz normal. Ja, da müsste sie doch ganz normal hinkommen. Nein, hallo, du sollst da rausgehen. Sonst würde ich ja nicht auf den anderen Modus umschalten. Hallo? Wie oft muss ich da jetzt klicken? Bitten hinzulegen. Ja, das will ich ja nicht. So, wir sind jetzt beim Hund. Bitten hinzulegen. Hund. Du musst halt nochmal aus dem Bett raus. Da kann ich leider nichts für. Was ist denn mit dem Hund? Hypnotisiert der hier jedes Mal die Holzscheite? Oder was geht hier ab? So, schauen wir mal, ob der Hund sich wenigstens hinlegt. Die Katze soll sich ja eigentlich hier oben hinlegen. Schäub! Oh, oh! Was ist denn jetzt? Der arme Hund. So. Mach den doch nicht so an. Ja, wunderbar. Jetzt hat er so ein schönes Plätzchen. Oh, und er legt sich auch direkt hin. Ist das schön. Ach, Moment. Sie ist auch schon da. Sie ist Pferd. Wo ist denn das Pferd? Du willst mir... Hä? Du willst mich doch veräppeln. Was ist denn bitte hier los? Hat die das Pferd jetzt stehen gelassen und ist zu Fuß hier hingelaufen? Moment, jetzt muss ich sie aber erstmal... Pferd bitten herzukommen. Zack. Was soll denn der Quatsch jetzt hier? Hallo? Ja, ist nicht mein Problem. Wieso hast du dein Pferd einfach da stehen gelassen? Jetzt lauf. Das ist so nervig, dass die Kamera dann immer weggeht, ne? Man braucht sich nur zu bewegen und schon ist die Kamera wieder weg. Ja, und schon ist sie wieder weg. Und ich habe nirgendwo drauf gedrückt. Gehe normal. Gehe normal. So, was ist mit dir, Pferd? Ah, das trabt jetzt. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Vor allen Dingen, weil ich hier irgendjemand Fremdes gesehen hatte. Was ist denn mit dem los? Eieiei. Okay. Ich weiß noch nicht, warum sie Normal gerufen hat, aber egal. Stellplatz hatte ich ja schon zugewiesen. Ich weiß nicht. Ja, scheint er aber angenommen zu haben. Auf zugewiesenes Pferd konzentrieren. Nee, das machen wir nicht. Okay, sie hat jetzt mehr... wo sind wir denn jetzt hier? Moment. 5 Uhr, aber ich glaube, sie muss heute nicht arbeiten, oder? Ja, ja, Bedürfnis ist klar. Nee, sie muss erst Dienstag arbeiten. Okay, dann kann sie wenigstens noch schlafen. Das ist dann alles gut. Was ist mit dem Jake? Dem habe ich die Bedürfnisse gerade wieder ausgeschaltet. Der braucht Energie. Ja gut, jetzt muss er auch nochmal ins Bad. Was zu essen wäre natürlich auch nicht schlecht. Der hat... Was ist denn mit dem los? Der hat doch die ganze Nacht gepennt hier. Außer dass... Jetzt steht der Hund hier. Was ist mit dem Hund los? Hat der irgendwie ein psychisches Problem oder so, dass der ständig hier vorsteht? Spiel mal mit dem Hund. Nee, lesen ist nicht. Du musst mit dem Hund spielen. Du musst ihn mal irgendwie...
ablenken. Kennenlernen, reden, spielen, Streiche. Wotan ist ein verspieltes Tier. Ach so, mögen Spielzeug. Ja klar, das habe ich total vergessen. Wie machen wir das denn am besten? Moment, Tiere stehen hier. Doch, da. Spielzeugkiste. Ach, das gilt für die als Spielzeuge für die Pferde, okay. Großer Ball, Heu her. Deine Pferde werden sich freuen. Okay. Kaufen wir dem Pferd... Oh, das... Der braucht aber Platz hier. Aber kaufen wir dem Pferd auch mal was, womit es spielen kann. Moment, so. Zack. Wenn das wach wird, wird es so fröhlich sein. So. Truhe der Wunder 2. Das ist beides nur 2. Aber das kostet nur 90. Warum kostet das nur 90? Und das 200, obwohl beides nur 2 gibt. Verstehe ich nicht. Aber gut. Outdoor. Nehmen wir mal da auf jeden Fall das hier. Bisschen angepasst so an die Möbel. Wo können wir das denn noch hinstellen? Theoretischerweise passt das nicht, ne? Ja, dachte ich mir schon fast. Schlafzimmer ist natürlich alles so ein bisschen zugeballert hier. Machen wir es mal so. Das geht nach da auf, genau. Okay. Ja, was haben wir denn überhaupt? Wir haben Montag, die muss ja auch bald zur Schule. Och, was ist denn mit der Katze los hier? Kann ich gar nicht amüsieren. Komm, streichel noch mal die Katze. Die läuft gerade weg. Du sollst nicht dumm rumstehen, du sollst die Katze streicheln. Ist sie doof? Ist die jetzt auch hypnotisiert oder so? Jetzt steht die da echt nur dumm rum. Hallo? Ja, keine Ahnung, was mit der ist. Scheinbar haben die Aliens die heute Nacht entführt oder so. Ich weiß es nicht. Jetzt fängt sie an zu laufen. Jetzt bringt mir das natürlich auch nicht mehr allzu viel. Der ist immer noch nicht ausgeschlafen. Das ist natürlich schlecht. Jetzt guckt der Hund die schon wieder so komisch an. Der hat doch wirklich irgendwie ein psychisches Problem, oder? Der macht den ganzen Tag nichts anderes, als hier vor dem Feuer zu stehen. Der versucht, mit dem Feuer zu spielen. Was ist mit der los? Kein Kind macht freiwillig sowas. Egal in welchem Alter. Achso, ich bin jetzt aus Versehen auf ihn draufgegangen, sehe ich gerade. Aber trotzdem, was ist mit ihm? Hast du Migräne? Anscheinend hat er Migräne. Wir machen mal Eier und Toast für die ganze Familie. Bitte einmal servieren. Und dann alle zum Essen rufen. Das wäre ganz toll. Oh, sie ist auch schon aufgestanden. Wieso ist sie jetzt aufgestanden? Ah, weil sie dringend auf Toilette muss. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Wir schauen ihm mal beim Essen zu. Weil... Aber sonst hat er keine Probleme, ja? Der denkt an irgendwelche Computerspiele, während er hier am Essen machen ist, oder was? Also abgesehen davon, dass ich nicht verstehe, was er hier genau macht, weil das ist eindeutig ein Toast. Warum macht er Salz auf den Toast und brät den Toast dann an? Und wo ist bitte das Ei? Also für mich ist das ein Toast und kein Ei hier drin. Könnt ihr mal aufhören zu reden und kann er sich mal mehr aufs Essen konzentrieren hier? Aha, das sind die Eier. Das sind offensichtlich böse Eier. Und alle haben sie Migräne in dieser Familie.
Jetzt gibt die Mutter der armen Tochter auch noch irgendwelche Milch in die Haare. Ja, das ist toll, dass du Hunger hast. Aber er muss ja erstmal das Essen machen. So, zum Essen rufen. Hallo? Wehe. Jetzt hat die sich ein Schinken-Käse-Sandwich rausgeholt, wo er hier diese wundervollen Toast mit Spiegelei gemacht hat. Und die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Und die blöde Kuh hat nichts Besseres zu tun, als sich zu denken, nö, mein Mann, der kann eh nicht kochen, ich mache mir mal ein Sandwich. Hallo? Wie fühlst du dich damit? Ach so, genau, er steht jetzt übrigens hier. Jetzt kann man das mal sehen, was ich euch anfangs gesagt habe. Er sieht aus wie ein halber Werwolf. Aber auch sehr komisch irgendwie. Er ist hier komplett abrasiert. Ich weiß nicht, vielleicht sind das auch die Flusen von seinem Oberteil gewesen und das ist jetzt bis hier gegangen oder so. Ich habe keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall sehr eklig aus. Wer muss denn eigentlich von beiden jetzt arbeiten gehen? Ich glaube, er muss arbeiten gehen heute, ne? Nee, er? Ach nee, ich bin jetzt bei ihr. Ach, er muss erst um 11 Uhr arbeiten. Ah, okay. Was seltsam war in der letzten Folge. Ich glaube, sie findet das auch irgendwie seltsam, dass der Hund ständig nur vor diesem Feuer hängt. Hund, du hast Spielzeug. Kümmer dich doch einfach mal um das Spielzeug. Was macht der denn jetzt? Vor allem dieses Getrappel. Oh, das Pferd. Das Pferd macht seinen eigenen Ausflug. Oh, cool. Das ist hier cool. Sollte sich auch mal jemand drum kümmern. Aber er müsste ja bald arbeiten. Das Problem ist, sie ist natürlich noch so am Arsch, dass sie jetzt nicht viel machen kann. Aber das ist so süß. Ach so, was ich übrigens auch in der letzten Folge festgestellt habe und euch jetzt noch nicht gezeigt hatte. Dieser See hier. Auch mit einem wunderschönen Regenbogen. Ich weiß, Regenbögen sind im Moment sehr verpönt. Kann ich nachvollziehen, wegen der ganzen Ideologie dahinter. Aber dieses Bild ist wirklich echt für die Götter. Ich meine, so einen wunderschönen Regenbogen. Hier kann man, das wollte ich euch auch noch zeigen, aber wir machen es jetzt nicht. Das machen wir dann in einer der nächsten Folgen mal. Sich auf dem Rücken treiben lassen. Man kann auch nackt baden. Du kannst nicht nackt baden, wenn Kinder in der Nähe sind. Wieso Kinder? Okay, also bei der letzten Aufnahme konnte ich es noch machen. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht geht. Keine Ahnung, ich sehe hier im Moment niemanden. Nacktbaden mit kann man machen, alleine nacktbaden. Ja, normal schwimmen, herumschwimmen, schwimmen mit jemand anderem zusammen oder auf den Rücken treiben lassen. Ich finde das richtig cool. Das Pferd ist sich hier so ein bisschen am Freuen. Wie geht's dem Pferd eigentlich? Witz erzählen. Jake muss circa in einer Stunde bei der Arbeit sein. Aber das fühlt sich unwohl. Wieso fühlt es sich denn unwohl? Wo sind wir denn hier? Hat wenig Energie. Ja gut, das ist ja auch wie Dolly am Rumlaufen, ne? Wegen der Hygiene. Wieso wegen der Hygiene? Da dürfte doch eigentlich alles. Stall säubern kann ich nicht. Pferd bitten zu spielen. Genau, machen wir das doch mal. Und du sollst nicht am PC spielen, du sollst dich um das Tier kümmern. So, komm, lauf mal. Wieso zieht er sich immer Winterklamotten an? Hallo, wir haben Frühling. Ja, Bimenek. Gesundheit. Ja, lauf hin. Lauf hin. Pferd. Jups. Wieso? Jetzt ist er traurig, weil er nicht gekommen ist, oder was? Level 2 der Charakterfähigkeit erreicht. Sims können jetzt mit Black Willow über das Sozialleben reden. Zudem ist Black Willow beim Ausführen von sozialen Interaktionen mit Sims und anderen Pferden jetzt meistens erfolgreich. Okay, sehr schön. Aber wieso? Wieso ist das Pferd jetzt nicht gekommen, als er es hier hingerufen hat? Das finde ich nicht nett.
So, wir folgen dir nochmal. Ist mir egal, ob du traurig bist oder sonst was. Ich möchte zum krönenden Abschluss, möchte ich, dass das Pferd jetzt dahin kommt und damit spielt. Ah, er muss jetzt zur Arbeit. Dann geht er halt traurig zur Arbeit. Soll mir doch egal sein. Ah. Guck mal. Bumm. Was macht das Pferd denn? Hallo? Nein! Wieso ist das jetzt weiter? Och nein! Was war denn das? Ach, das war jetzt aber nicht nett. Vor allen Dingen, wieso ist das da rangekommen? Weil jetzt keiner mehr da war, oder was? Weil sie jetzt... Ach so, verstehe. Weil sie am Schlafen war? Und die anderen beiden jetzt in der Ab... Hallo? Ich glaube, Takt... Hallo, Katze? Moment, wir müssen das mal eben... Ich finde die Aktion gerade nämlich nicht. Über Hochspringen an Theke belehren. Genau, ganz wichtig. Sitzen sollst du nicht. So, und jetzt schnell hier. So geht das aber nicht. Die guckt schon. Oh, Frauchen kommt, aber ich fresse trotzdem nochmal weiter. Hallo, das ist hier für die ganze Familie gedacht. Das Essen meine ich. Nicht die Theke... Was? Ist das dein Ernst? Du sollst aufstehen, du faule Socke. Jetzt geh endlich zu dem Tier hin. Das ist mir doch egal, was du jetzt gerade für Bedürfnisse hast. Du musst die Katze belehren. Ich lass dich nicht schlafen, solange du nicht da drin bist. Überfressen von Sims-Nahrung sollst du sie auch machen. Was soll denn der Quatsch hier? Die kann doch hier ganz normal aufstehen. Ich glaube, Takt? Was ist mit diesen Sims los? Ja, dann steh einfach auf, mein Gott. Ey. Roby. Shorg. Was macht die denn? So. Mecker die aus. Also die ist irgendwie ganz dumm heute, oder? Die kommt nicht an die Katze ran, die direkt vor ihr steht, oder was? Ha, jetzt. Geht doch. Aber über das Hochspringen... Können wir die jetzt nicht belehren? Also irgendwas ist hier doch nicht ganz richtig, oder? Ich meine, die steht hier direkt davor. Ein Gericht nehmen. Ja, genau. Wir nehmen jetzt mal eben ein Gericht, wo die Katze gerade dran gefressen hat. Ist das ekelig. Die Vielfraßspiele. Okay. Weglegen. Leute, ganz ehrlich, wir müssen auf jeden Fall mal dringend das Haus erweitern. Ich würde sagen, das wird jetzt mal eine Aufgabe für die nächste Folge sein. Ach, jetzt wird die gestreichelt oder was? So als Belohnung dafür, dass die hier hochgesprungen ist und das Zeug gefressen hat. Was du jetzt gerade dir in den Mund stopfst oder was? Also, ganz ehrlich, ich muss hier mal eine Pause machen. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Vielleicht ist sie im falschen Sims-Teil drin. Vielleicht ist sie irgendwo noch in Stranger Wills drin stecken geblieben oder so und hat daher jetzt dieses komische Verhalten. Ich bin mir wirklich nicht hundertprozentig sicher. Also auch die Tochter, die stand ja so paralysiert irgendwie die ganze Zeit da, obwohl sie ja, ich glaube, zum Pferd hingehen sollte oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Und irgendwie nichts passierte. Und sie stand nur so doof da und sie meckert die ganze Zeit, dass sie keine Lust hat aufzustehen. Oder halt eben, dass ihr was im Weg stand. Obwohl ihr alles frei ist. Alles war frei. Nur der Hund stand hier. Der übrigens immer noch total paralysiert den Kamin anguckt. Ich weiß nicht, was mit dieser Familie los ist. Der Hund ist nur auf diesen Kamin fixiert. Die Katze ist den ganzen Tag irgendwie nur am Rummotzen und am Fressen und am Hochspringen. Sie interessiert das nicht. Sie frisst dann, anders kann ich es nicht sagen, sie frisst dann einfach alles, was die Katze vorher schon mal voller Haare gemacht hat. Also,
Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, was es ist. Wir haben aber schon eine mega lange Folge, deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal einen schnellen Cut. Ich glaube, das Einzige, ich hoffe, das bleibt doch so, was noch normal ist an dieser Familie, ist irgendwie das Pferd. Vielleicht ändert sich das ja auch nochmal, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es auch der Vollmond oder so, falls wir gerade welchen haben. Ich weiß nicht, das kann man, glaube ich, nicht angucken hier, ob wir gerade Vollmond haben oder nicht. Hier steht nur das, achso, doch, da unten. Ich weiß nicht, ob es jetzt zunehmender oder abnehmender Mond ist, wenn es auf der rechten Seite ist, aber es ist auf jeden Fall kein Vollmond. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich mache hier erstmal eine kleine Pause. Ich bin nervlich total fertig. Zum einen, weil die erste Folge ja nicht aufgenommen hat richtig und zum anderen, weil diese Familie sich irgendwie sehr, sehr, sehr strange entwickelt. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.